So, da wären wir also schon wieder, um einen neuen Stephen King-Roman zu besprechen. Ach, der Mann ist in letzter Zeit aber auch ungemein produktiv. Nach Der Anschlag und Wind ist sein neues Buch Joyland bereits die dritte Neuerscheinung in den vergangenen anderthalb Jahren. Und jetzt halten Sie sich fest, es ist das Beste unter Ihnen. Wirklich. Aber der Reihe nach. Joyland spielt in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Protagonist ist Devin Jones, ein Student aus der Mittelschicht, der nicht wahrhaben will, dass er sich mit seiner allerersten Freundin auseinandergelebt hat. Natürlich ist diese die vermeintlich große Liebe, wie das nun mal so ist. Das Leben an der Uni ist nicht einfach und billig erst recht nicht. Also muss Devin in den Semesterferien ein bisschen Kohle dazu verdienen. Joyland ist genau der richtige Ort dafür. Ein Vergnügungspark an der Küste mit allem, was man so kennt. Achterbahn, ein Riesenrad und natürlich einer Geisterbahn. Und so zieht das Leben dahin. Sich abschuften, viele schräge Typen auf dem Jahrmarkt kennenlernen und dieser verflixten ersten Liebe nachtrauern. Die Story hört sich jetzt erstmal nicht so berauschend an. Wäre es wahrscheinlich auch nicht, wenn der Autor nicht Stephen King heißen würde. In der Geisterbahn soll ein echter Geist sein Unwesen treiben. Ein Mädchen wurde vor vielen Jahren dort ermordet, der Täter nie gefasst. Nur ein kleiner Aspekt der Erzählung, denn vor allem ist Joyland eine warmherzige Coming-of-Age-Geschichte mit Krimi-Anteil aus der Hand eines begnadeten Erzählers. Diejenigen Leser, die sich noch nie an einen Stephen King-Roman gewagt haben, sei sein neuestes Werk ans Herz gelegt. Joyland ist eine wunderbare Einstiegsdroge in den King'schen Kosmos.